Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquabrüsten-Kanal und ich wollte euch heute mal eine Entdeckung quasi zeigen, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich schon öfter den, wie nennt man den eigentlich? Sumatra-Schwimmfarn, glaube ich. Keratopterus. Ich werde dann den vollen Namen hier nochmal einblenden und auch den deutschen Namen, so ich ihn finde, dort reinschreiben. Schwimmenden Hornfarn, irgendwie sowas. Seht ihr dann hier. Und den hatte ich ja seit Jahren habe ich den. Und zwar habe ich da mal ein Geschenk bekommen, der sich irgendwie aufgelöst hat. Das hat nicht mehr so richtig funktioniert. Also keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Dann habe ich irgendwann mal in einer Zookette einen im Topf gesehen. Also wirklich eingepflanzt. Fand ich schon relativ komisch damals, aber kann man natürlich machen. Man kann die genauso gut einpflanzen. Bei mir allerdings in der Regel als Schwimmpflanze eben anzutreffen. Und da wächst er auch meines Wissens am besten. Heißt dann aber nicht, dass er nur auf der Oberfläche liegt. Nein, ich blende natürlich dann hier die Bilder ein. Der geht dann doch ganz gut nach unten, macht auch Wurzeln, wurzelt das komplette Becken durch. Also das kann ruhig ein, weiß ich nicht, 80 cm tief sein. Der wird definitiv bis zum Boden kommen, wenn es halt gute Bedingungen sind. Zeige ich euch gleich nochmal. So, das war jetzt eine Form, die ich damals hatte. Die hat sich dann auch, all diese eingepflanzten, die alten Pflanzen, die lösen sich irgendwann auf. Aber aus den Blattachseln, ganz typisch, wachsen dann neue Pflänzchen. Und seit diesem Zeitpunkt, also seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, habe ich diese Form bei mir im Aquarium. Die vermehren sich wunderbar, die sind wunderbar für kleine Becken. Bilden sie riesige Wurzelwerk und machen die Oberfläche dicht. Fand ich immer wunderschön. Hat auch von den Wurzeln her so ein Dickicht, dass man das in einem Zuchtbecken auch quasi als alleinige Pflanze einsetzen kann. Perfekt. Und ist meistens im weichen Wasser ein bisschen besser als im harten Wasser. Ich habe da auch schon anderslautende Urteile gesehen. Also kommt wohl auch im härteren Wasser noch ganz gut klar. Habe ich jetzt allerdings hier noch nicht ausprobiert. Was ich allerdings gemacht habe, ich hatte ja hier einige Testbecken, sowohl was ich von den Darius reingeholt habe, allerdings auch jetzt die Beta Albimaginata, die es halt ein bisschen weicher mögen, da habe ich die auch drauf getan und auch in dem einen Schwarzwasserbecken, was ich hier quasi gemacht hatte, da habe ich die von zu Hause mitgenommen, drauf getan. Die hat sich hier super entwickelt, also wirklich gigantisch. Das ist natürlich eine Frage von Platzangebot, von Nährstoffen und von Licht. Hier flaches Becken. Sprich, starke Beleuchtung, Nährstoffe auf jeden Fall vorhanden. Da waren einige oder da sind einige Fische drin, die halt auch ganz gut gefüttert werden. Und Platz hatte sie auch, weil am Anfang noch kaum Pflanzen da waren. Oder jetzt seht ihr es auch. Ich hatte quasi die Hälfte des Beckens für diese eine Pflanze reserviert. Und ich hatte das tatsächlich unterschätzt. Ich habe schon mal in einem Tropenhaus eine andere Form, die wir gleich noch sehen werden, gesehen, die also wirklich groß werden. Aber das hier, diese Form mit den ganz feingliedrigen Blättern, die macht extrem lange Blätter. Also ein so ein Blatt, das ist, will ich jetzt nicht lügen hier, so lang wie mein Arm. Das heißt, die kann ohne Probleme einen Quadratmeter ausfüllen. Eine Pflanze. Die macht dann natürlich hunderte Tochterpflanzen in den Blattachseln, sodass das recht schnell ein Ende hat mit diesem Solitärpflanzen-Ding, sondern man hat dann sehr schnell ein Gebüsch quasi, was man sich daran gezogen hat. Und jetzt kommen wir zu der Entdeckung. Ich habe nämlich auf der IGL-Tagung ein paar Ableger von jemandem geschenkt bekommen. Das war diese breite Version. Die kannte ich auch. Das ist eben komplett durchgängig, nicht dieses fein verfliederte, sondern wirklich dicke, derbe Blätter. Die werden auch groß, nicht ganz so groß. Wie gesagt, ich hatte die mal im Tropenhaus gesehen, habe ich leider keine Bilder davon gemacht. Aber auch die können so einen halben Quadratmeter auf jeden Fall einnehmen. Wahrscheinlich wurden sie noch ein bisschen größer. Auch wieder je nach Licht und Nährstoffen und so weiter. Platzangebot. Aber die finde ich eigentlich ganz angenehm in dem Sinne, als dass die, wenn sie auf der Oberfläche nur liegen und nicht unter Wasser, das ist, kommen wir gleich zu, dass die halt so eine durchgängige Blattmasse quasi machen. Wenn ich da jetzt einen Schaumnest bauenden Fisch habe, also Labyrinthfischbereich, dann können die da drunter sehr gut das Nest bauen, unter dem Blatt. Wenn sie bei den Feinfliedrigen, ja, dann dazwischen das irgendwie bauen müssen, jetzt auch kein Problem, aber ich fand das Durchgängige eigentlich schöner. Unter Wasser finde ich die Feinfriedigen schon irgendwie besser, weil die mehr Unterwasserblätter überhaupt machen und auch wirklich tiefer reingehen. Man kann die natürlich auch komplett untergetaucht einpflanzen, geht alles. Und man hat dann halt durch diese feinfriedigen Strukturen irgendwie mehr Versteckmöglichkeiten als bei den großen, bilde ich mir zumindest ein. So, bei den großen kommt jetzt hinzu, wie gesagt, die tauchen meiner Meinung nach nicht ganz so tief ein, weil wahrscheinlich diese Blätter auch viel bessere Schwimmkörper sind. Und die Ableger,
Die gehen jetzt nach meiner ersten Entdeckung, was ich hier mit den Ablegern, wie gesagt, ich habe die jetzt relativ frisch, die Pflanzen, haben sich hier gut gemacht und bilden jetzt fleißig Ableger. Die haben halt nicht diese Blattachseln, wo die wirklich festwachsen und feststecken, dass man immer so ein Restblatt irgendwie dabei hat, sondern die lassen sich sehr leicht abbrechen von dem kompakten Blatt. Das finde ich sehr angenehm und wenn ich jetzt überlegen sollte, sollen diese Pflanzen in den Shop rein? Schreibt mir da gerne in die Kommentare und wenn ja, welche Form. Würde ich die große fast bevorzugen, weil die einfach sich viel leichter von der Mutterpflanze abbrechen lässt und man da jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, oh, der schickt mir hier so ein vergammeltes altes Blatt, sondern da hat man dann wirklich eine frische Pflanze und muss nicht so viel von der Mutterpflanze quasi mit abmachen, wenn ich das neu ansetze. Und jetzt habe ich hier von einem Bekannten vor Ort, da hatte ich Fische bekommen und da waren halt ein paar kleine Pflänzchen drin. Da war mir klar, okay, Gradatopteris, setze ich wieder auf dem Becken drauf. Ich dachte erst, es wäre diese grobe Form und jetzt habe ich festgestellt, es ist eine ganz andere Form. Also weder so ganz feinfiedrig noch so ganz grob, sondern irgendwie so ein Mittelding. Also schon gefiedert, aber ein gröbere Blatt, ja, wie soll man das nennen, Finger, Lappen, irgendwie so. Das scheint irgendwie so eine Zwischenform zu sein. Auch ganz schick, wird definitiv auch noch größer. Das sind ja hier relativ kleine Pflanzen. Die sind erst seit 2 Wochen hier bei mir aus so einem ganz kleinen Ding sich entwickelt. Also alle von denen wachsen super schnell. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Und ja, wenn ihr da wisst, was Sache ist, sind das verschiedene Arten, keine Ahnung, Varietäten, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Es gibt ja im Internet schon einige Ideen zu, aber so wirklich auseinander und fundierte Sachen habe ich da bisher nicht zu gefunden. Von daher, wie gesagt, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr da wisst, was Sache ist, wie sich diese drei jetzt genau unterscheiden, was da der Unterschied ist. Und schreibt mir auch unbedingt mal, ob ihr diese Pflanzen gerne im Shop sehen würdet. Ich vermute, ich würde, wenn, dann nur eine, maximal zwei von diesen Varietäten in den Shop dann packen, weil ich meine, ja, von der Nische her, Schwimmpflanze, so mehr oder weniger, nehmen die sich jetzt nicht so viel. Und ich vermute fast, dass die grobe am einfachsten ist. Wie gesagt, weil die sich am leichtesten trennen lassen. Und die auch relativ produktiv sind. Wobei, da muss ich sagen, die sind alle recht produktiv. Okay, in dem Sinne, Dankeschön, das sage ich schon mal vorweg, für all die Kommentare und Hinweise. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.